Hi meine Lieben, ich bin's mal wieder, Powder Rose. Na Leute, alles klar bei euch? Ich hoffe, euch geht's gut soweit. Wieder eine Woche geschafft, es ist Freitag und ich denke, wir sind alle bereit für das Wochenende. Yay! Ja, sorry Leute, ich sehe ein bisschen voll abgefuckt aus. Arbeiten, Haushalt und ich habe extra für euch einen extra pinken Lippenstift aufgetragen, der von all dem Elend ablenken soll. Spaß. Ja, Leute, heute, ja, meine viel zu verspäteten Monatsfavoriten-Videos. Duftwachs Parfüm fange ich jetzt an, so peu à peu abzuarbeiten. Und zwar, ich habe mir gedacht, ich fasse jetzt gleich mal das Dezember- und das Januar-Video zusammen, weil im Januar war ich nicht wirklich duftelig arg unterwegs, weil ich war ja ein paar Wochen krank und deshalb habe ich nicht wirklich viel geduftelt. Und deshalb gibt es jetzt für euch die Monatsfavoriten Duftwachs Parfüm Dezember, Januar für euch. Nur für euch, nur für euch. Viel Spaß! Genau, also Leute, dann fangen wir mal an. Ich laber mal nicht so viel. Ich sag's immer und laber dann doch so viel. Egal. Also wir wollen jetzt einfach starten. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass es erst jetzt zu spät kommt, aber ja, keine Ahnung, ich bin nicht dazu gekommen, aber es kommt ja nur auf die Düfte an. Hihi. Und die sind ja monatsunabhängig. Also, los geht's, Leute. Ich fange mal wieder an mit Duftwachs. Und zwar, wir fangen an mit dem Dezember. Mit Yankee Candle fangen wir an. Was habe ich abgebrannt? Und zwar einmal gab es Strawberry Buttercream Melt. Genau, habe ich noch ein paar Stücke. Und ja, ich muss sagen, ich bin nicht wirklich ein Fan von dem Duft. Der Duft ist ja künstlich Erdbeere, Vanille und Buttercreme. Er ist mir fast ein Tick zu süß. Er ist sehr foodie, was ich ja total mag, aber er ist mir echt zu künstlich und zu süß. Und ich hatte jetzt hier so ein Melt noch übrig und das tue ich jetzt peu à peu abbrennen. Und ich muss sagen, ich fand ihn eigentlich ganz angenehm, aber ja, Nachkaufkandidat ist er nicht, weil er ist einfach zu künstlich irgendwie. Und ja, war ganz nett, aber leider kein Nachkaufkandidat. So, Della, dann geht's weiter mit Tarte Tatin. Magst du das jetzt? Genau, ist leer, wie ihr seht. Und zwar, das war, glaube ich, damals eine LE, den gibt es ja leider gar nicht mehr in Deutschland, der ist rausgenommen worden. Genau. Und das war jetzt mein einziges Melt. Ich habe mir damals nur ein Melt geholt und ja, der war ganz angenehm, muss ich sagen, aber jetzt auch nicht mein Favorite von Yankee. Ja, Apfel, zimtig, bisschen Zucker, vanillig. Ich rieche da gar nicht mehr so arg, muss ich sagen. Er war jetzt nicht der raumausfüllendste Duft. Er war sehr angenehm. Stimmt. Strawberry Buttercream war jetzt auch kein Raumfüller. Er war eher so dezent, mittelmäßig angenehm. Aber er war wahrnehmbar, aber nicht so stark. Genau, und Tatin war eben jetzt auch nicht so ein raumfüllender Duft. Er war angenehm. Man hat ihn immer wieder wahrgenommen. Aber ja, er war okay. Er so zimtig, süß. Plätzchenmäßig bisschen. Er war jetzt auch kein Favorit und da es ihn ja eh nicht mehr gibt, ja, werde ich ihn mir so oder so nicht nachkaufen. Also war ganz nett, aber leider auch kein absoluter Favorite und auch kein Nachkaufkandidat. So, Della, dann geht's weiter mit Yankee. Hatte ich auch drin Candy Cane Lane. Ist ja ein Weihnachtsduft, genauso rot. Habe ich mir auch damals nur ein Melt gekauft und ja, schnüffeln wir mal. Ja, der riecht ein bisschen so After Eight-mäßig. So minzig, süß und leicht, leicht schoko-vanillig. Er ist ganz angenehm gewesen, muss ich sagen. Er war aber eher sehr schwach in der Lampe irgendwie. Also, ja, es war jetzt sehr, sehr dezent und ja, ist kein Nachkaufkandidat für mich. Ja, er war wieder ganz angenehm, wie die anderen auch, aber kein Nachkaufkandidat. Genau, dann kommen wir jetzt mal zu den Yankee-Gläsern. Ja, ein Favorit, wie ja eigentlich jeden Monat mit dabei ist. Und zwar, ich hatte mal wieder an Peorasa, also Rosinenschnecke.
der altbekannte, bewährte, der natürlich jetzt auch aus dem Sortiment genommen wurde. Danke, Yankee Deutschland, ich liebe euch, danke. Ist echt einer meiner Favorites. Ja, hier seht ihr, ist ganz schön abgebrannt, ja, ein bisschen getunnelt, aber gibt ja ein paar Hilfsmittel. Rosine, Rum, Zucker, Teig, Vanille, fertig. Perfekter Duft, so lecker. Oh, ich liebe ihn und der ist wirklich intensiv. Also stark bis sehr stark im Raum und ist echt ein Träumchen, der Duft. Oh, der ist so lecker. Oh. Also da können wir das Wachs echt auffressen. Also wirklich so lecker. Und ja, wenn ich nochmal an ein Glas komme, ich glaube, ich habe jetzt noch 2 im Vorrat große Gläser. Sollte ich nochmal an eins hinlaufen irgendwo, würde ich es mir, glaube ich, nochmal holen. Und ja, definitiv ein Favorit und ich werde mir ihn, wenn möglich, nachkaufen. Yay! Yeah. So, Della, dann geht's weiter. Ein weiteres Glas, Snowflake Cookie. Schön rosa, auch ein großes Glas. Der ist super abgebrannt. Genau. Ja, Snowflake Cookie. Buttrig. Vanillig, zuckersüße Plätzchen mit Glasur. So lecker. So richtig, das ist ein Zuckerschock fast. Aber ich finde ihn so lecker und das ist echt mit einer meiner Favoriten von Yankee. Ich habe nicht wirklich viele Favoriten von Yankee, aber der gehört definitiv mit dazu. Und ja, der kommt ja jedes Jahr wieder zur Weihnachtszeit. Gibt es den zu kaufen und ja, absolut top. Und der Duft war jetzt nicht der stärkste, er war so mittelmäßig, aber schon gut wahrnehmbar. Also so angenehm hat er gewabert im Hintergrund und ja, fand ich sehr gut und wird definitiv nachgekauft. Snowflake Cookie. So, und dann der letzte Duft. Ja, ich werde ihn eigentlich nicht erwähnen. Er ist nicht erwähnenswert, dieser Duft. Den gibt es auch gar nicht mehr. Das ist eine LE. Ich habe den einfach leer gemacht. Triple Berry. Ich glaube, der soll nach Himbeer, Erdbeer und Kirsche riechen. Whatever. Und er riecht nach nichts. Er riecht nach nichts. Lustig, oder? Er riecht nach nichts. Etwas Bäriges riecht es da, aber wo er an war, es war nichts. Nicht wahrnehmbar, nichts. Wahrscheinlich bin ich selber schuld, Leute. Der ist, glaube ich, schon 4-5 Jahre alt, aber trotzdem, der war immer mit diesem süßen Verschluss, voller Staub, verschlossen, aber er roch nach nichts. Also eine wahre Enttäuschung. Und Leute, ich werde mir auch dieses Duftwachs, glaube ich, nicht rausfriemeln, weil der so enttäuschend war. Gut, vielleicht friemel ich es raus und teste ihn dann in der Duftlampe noch. Okay, das mache ich. Ich mache es, aber er ist definitiv ein nie mehr werde ich dich wieder kaufen Kandidat. Nee. Absolute Enttäuschung. So Leute, dann machen wir mal weiter und zwar mit einer Kerzenmarke, die sich langsam mit zu meinen Lieblingsduftwachskerzen und Duftwachsen katapulsiert, es wird einfach mit einer meiner Top-Favorites, um es mal auf Deutsch, ich kann aber nicht reden, auszudrücken, und zwar Heart and Home. Also Heart and Home finde ich echt super, muss ich sagen. Und zwar, ich hatte hier so kleine Gläser an im Dezember, einmal französische Vanille habe ich geleert, kann man es erkennen. Genau, so ein kleines süßes Glas, ist komplett fast runtergebrannt, echt toll. Und der Duft ist so angenehm. Vanillepudding, Zucker und Karamell. Und der ist so lecker und so fluffig, so weich, so angenehm. Und dieses kleine Glas war so intensiv, es war mega. Also da können sich andere große Kerzenmarken eine Scheibe abschneiden. Ich finde die Marke super und eigentlich alle Düfte, die ich von denen hatte, sind sehr intensiv. Und ja, echt super. Französische Vanille, cremig, zuckrig, süß. Mega intensiv, was will man mehr? Foodie und ich kaufe sie mir auf jeden Fall nach. Ja, perfekt. Empfehlung an euch, Leute. Und dann einen weiteren Heart and Home Duft habe ich auch ein kleines Glas leer gemacht und zwar Baked Apple. Das war eher so ein weihnachtlicher Duft, hat jetzt im Dezember damals gepasst. Und der ist auch super abgebrannt. Da musste ich auch nicht nachhelfen mit, ja, Illumalit passt nicht drauf. Also ohne Hilfe sind die kleinen Gläser perfekt abgebrannt und ja. Zimtig, leicht apfelig, bisschen Rosinen vielleicht, zuckrig, vanillig.
Aber so eher das zuckrig, apfelige, zimtige und bisschen Rosinentouch überwiegt. Und der war auch sehr angenehm und sehr intensiv wieder. Also die Küche und das Esszimmer hat da echt Boom ausgeduftet und ja, echt toll. Aber ich glaube, um echt zu sein, Nachkaufkandidat ist er jetzt nicht. Da braucht er noch ein bisschen mehr. Aber nee, ich glaube nicht, weil französische Vanille ist einfach viel besser und nee, also werde ich mir nicht nachkaufen, aber an sich ein super Duft und wenn ihr so apfelige Apfelstrudeldüfte, Bratapfeldüfte mögt, könnt ihr den gerne mal ausprobieren. Baked Apple von Heart and Home. Genau, dann kommen wir weiter und zwar habe ich hier einmal Kringle Candle, ein Melt und zwar Apple Cider Donut. Da wurde ja viel geschwärmt auf YouTube und den habe ich mir einfach mal geholt. Das war so, wie schimpft sich das denn ein? Ich weiß nicht, wie die Form sich schimpft. Das ist halt so ein Melt in vier Teile. Ich habe das zerstört. Ja. Und der Duft ist eigentlich echt angenehm. So zuckrig nach Donut wirklich und dann leicht cremig, apfelig, aber nur ganz wenig. Und ja, der war sehr lecker, der Duft, aber er war irgendwie. Ja, weil der so gehypt war, habe ich mir echt mehr erhofft, dass der irgendwie so Boom macht. Aber ja, er war eher so mittelmäßig schwach im Wohnzimmer. Ja, der Duft war angenehm, aber jetzt so mein Favorite war er jetzt nicht. Und ja, irgendwie, er ist schon recht angenehm, aber irgendwie fehlt mir dann noch mehr Zuckerschock irgendwie. Irgendwie cremiger, zuckriger, also er hat mich jetzt nicht so überzeugt. Ich werde die auf jeden Fall natürlich noch verdüfteln, aber Nachkaufkandidat war es jetzt eigentlich auch nicht. Und ja, somit war das jetzt nicht so ein toller Start mit Kringle Candle. Ich habe, glaube ich, noch zwei, drei andere Düfte von Kringle, vielleicht begeistern die mich dann warm mehr. Und ja, also Apple Cider Donut, ja, war es ganz nett, aber ich kaufe dich leider nicht mehr. Genau, und dann wie immer zum Schluss Enchanted Sands, die liebe Duftfee Mone. Ja, ihre Dings sehen am uslichsten aus, aber ja, die besten Düfte müssen nicht gut ausschauen. Genau, und zwar einmal hatte ich an, und zwar der kleine Lord. Das war ein Weihnachtsduft von 2016, glaube ich. Und Leute, das ist mega. Also das war mein Herz, man sieht nicht mehr viel. Das ist ein Stück von der Herzrundung, so blau, mit so goldenen Kringeldingeln. Ja. Oh, der Duft ist so lecker. Der ist unbeschreiblich. Babsüß, karamellig, cremig, vanillig und dann ist noch was Erdiges. Ich meine vielleicht Patchouli. Das erinnert mich an mein allerliebstes Lieblingsparfüm Angel ganz wenig, weil da ist noch so eine leicht maskuline, erdige, schmutzige Pavase-Note mit drin. Wow. Oh, das riecht so gut und der Duft ist so intensiv. Der kriecht durch die Wände. Der ist. Oh. Und das ist leider jetzt mein Rest. Mone, bring den Duft wieder. Ich sag's dir, ich lieb den. Das ist echt mit einer meiner Favoriten von Enchanted Scents. Der ist so lecker, so cremig, leicht männlich, erdig, fluffig, zuckrig, babsüß, klebrig. Oh, der ist so lecker. Oh, ich lieb den. Absoluter Favorit. Und wenn's den wieder gibt, ich kaufe den fünf, dreimal nach. Ja. Und dann der letzte Duft im Dezember, auch Enchanted Scents. Und zwar, das war Oh So Magic. Das ist auch noch so, das war so eine Figur, ich glaube eine Katze, das ist das halbe Gesicht von der Katze noch. Der Duft ist Hammer, der ist Boom. Patchouli, zuckrige Beeren, das ist der Duft. Vielleicht noch ein bisschen Vanille. Aber Patchouli, dieses schmutzige, erdige, perverse Patchouli überwiegt. Und der Duft, der ist Bombe, der ist intensiv, der fackelt euch die Hütte ab mit Duft, der ist so, oh, so lecker. Also wer es so patchoulig süß mag, auf jeden Fall den mal schnüffeln von der Mone, den hat es ja dieses letztes Jahr 2017 in der Halloween-Kollektion gab es den ja wieder. Ich glaube, der kommt jedes Jahr nach, wird es ja ein Favorite von vielen bei der Mone. So lecker, Patchouli-bärig, ich liebe ihn mega intensiv. Ich kaufe ihn mir nach. Ich habe, glaube ich, sogar zwei Cups noch als Reserve. Also kann ich euch allerwärmstens empfehlen. Ja, liebe Leute, und jetzt kommen wir. Also Duftwachse, Duftkerzen, Dezember erledigt. Ja, wie mache ich es denn jetzt am besten?
Weil ich muss euch sagen, Parfüm habe ich jetzt keine Favoriten im Januar. Ich habe da so oft Nase zu gehabt wegen Erkältung. Und wisst ihr was, wir machen jetzt erstmal den Duftkerzensegment hier fertig. Ich mache jetzt mit Januar weiter, was ich im Januar in der Duftlampe hatte. Genau, machen wir einfach weiter, einfach einen Übergang, ja. Genau, im Januar hatte ich an, fangen wir wieder an mit Yankee. Und zwar einmal Angel Wings. Ein Melt habe ich leer gemacht. Ja, da riecht es, glaube ich, in der Tüte nicht viel. Nee, aber Angel Wings ist super angenehm. Das ist mit einer meiner Favoriten von Yankee. Den kaufe ich mir definitiv nach. Ich habe sogar ein großes Glas auf Ersatz. Leicht, stellt euch vor, so fluffige Marshmallow-Masse, ganz leicht zuckrig. Dann rieseln da ein paar so weiße Blütenblätter drüber und dann einen Hauch Vanille. Und das ist so angenehm. Der ist nicht aufdringlich, so angenehm, der Duft. Zart, angenehm, fluffig, wohlig, ihr fühlt euch einfach wohl und ja, der ist jetzt nicht so raumfüllend, aber so mittelmäßig, man nimmt ihn doch gut wahr, aber jetzt nicht so eine Bombe, aber das ist so super, so zart, fluffig, zuckrig, Marshmallow, blumig, einfach nur super, ich liebe ihn, kann ich wahnsinnig empfehlen und den werde ich mir immer wieder nachkaufen von Yankee. Genau, und dann kommen wir, Leute, zu meinen Mitch neuen Favoriten von Yankee Candle aus der Frühjahrskollektion. Und zwar, ich bin verfallen, einmal Sweet Nothings mit diesen süßen Seifenblasen. Und da habe ich mir so eine Votivkerze gekauft, die zerstückle ich immer, weil ich finde einfach, dass es vom Preis her, es hat man da mehr davon, als wenn man sich so einen Tarte kauft. Genau. Und Sweet Nothings ist so super. Das ist jetzt eher eigentlich nicht so meine Duftbeuteschema-Richtung, so zuckrig Foodie. Der ist so wie so ein Damenparfüm, so pudrig süß Damenparfüm. Da sind Veilchen mit drin, die riecht man gut. Und so pudrige Noten, so ein bisschen cremig, Moschus. Ja, cremig, leicht zuckrig. Bisschen Blüten, Veilchen und pudrig und so ein Damenparfüm, so eine Mischung. Und das ist so angenehm, so zart. Und der war echt intensiv, der Duft. Also man hat ihn super wahrgenommen. Und das ist ein Nachkaufkandidat. Ich habe mir schon ein großes Glas geholt, weil der so toll ist. Und da gab es so ein tolles Angebot auf eBay. Ich glaube für 20 Euro das große Glas. Das war hinterhergeschmissen. Oh, so lecker. Also wer es so parfümig, leicht blumig, süß mag, sollte den auf jeden Fall testen und ich kann ihn euch auch wärmstens empfehlen. Absolute Kaufempfehlung. Genau. Und dann hatte ich im Januar an auch ein neuer Favorit von Yankee und zwar Rainbow Cookie, auch aus der Frühjahrskollektion 2018. Ist es denn jetzt scharf? Jetzt aber. Genau, das war auch so ein Sampler, so Tiefsampler, den ich zerstört habe und ja. Und Rainbow Cookie ist jetzt auch nicht. Der wird ja, glaube ich, als Foodie oder Food-Duft deklariert, aber ich fand ihn gar nicht so foodie und ich mochte ihn trotzdem. Und zwar, der ist so cremig, fluffig, wie so eine leichte Vanillecreme. Dann noch ein bisschen zitronig, vielleicht Mandarine noch und Vanille. Also der ist leicht fruchtig, fluffig, süß. Wie so eine Creme, so eine geschlagene Fruchtcreme. Aber der ist so zart und angenehm. Und auch da habe ich mir dann das große Glas geholt, weil der ist so lecker. Und der war auch sehr intensiv, muss ich sagen. Und der ist so hingewabelt, wie so ein laues Lüftchen. So. Oh, so lecker. Zart, lecker, lecker. Meine Tante hat sich den letztens auch geholt zum Testen. Die fand den auch voll gut beim Schnüffeln. Ich hoffe, ihr gefällt er dann auch im warmen Zustand. Ja, also sehr lecker, Rainbow Cookie, ein Favorit von mir. So, dala. Dann hatte ich noch einmal was an von Yankee und zwar, das war ein Glas im Januar, habe ich abgebrannt und zwar French Vanilla. Ja, ist ziemlich gut abgebrannt, ein bisschen was ist noch drin, das werde ich mir rauskratzen, weil der Duft ist echt lecker. Der ist so cremige Vanille. Im Vergleich zu Vanilla Cupcake, wenn ihr den kennt von Yankee, Vanilla Cupcake ist eher so dieser teigig, zuckrig, vanillige Duft und der ist so cremig, Eiscreme-Vanille-Duft. So leicht cremig, zart, der ist nicht ganz so zuckrig, aber doch so cremig, luftig, vanillig, schön.
richtig angenehm. Und den gibt es ja leider nicht mehr, aber wenn es dir nochmal geben sollte, würde ich ihn mir echt nochmal kaufen, weil es ist echt lecker. Echt ein leckerer Vanilleduft. Kann ich euch auch empfehlen. So Leute, dann hatte ich noch an im Januar mal eine ganz andere Duftwachsmarke mal wieder, und zwar Duftimpressionen. Soft Vanilla and Honey. Genau, das sind so Clam Shells heißen die, glaube ich. Genau. Und der ist super angenehm. Der Duft riecht aber nach allem, bloß nicht nach dem, wie er riechen soll. Also nach Vanille schon, aber Honig rieche ich überhaupt nicht. Der riecht für mich eigentlich nur wie Schokolade und Karamell und Vanille. Ja, so ein bisschen Vollmilchschokolade, Vanille und Karamell. So riecht der. Und der war echt super intensiv. War echt lecker. Angenehm. Ob ich mir den nachkaufe, weiß ich jetzt noch nicht. Kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht ehrlich beantworten. Muss ihn noch öfter mal testen. Das war jetzt das erste Meld aus dem Dingens hier. Genau. Ja, da kann ich jetzt nicht sagen, ob ich ihn nachkaufe oder nicht. Er ist noch so auf der Kippe, aber er ist sehr, sehr angenehm. So, Leute, dann geht's weiter. Und zwar wieder ein Duft von Heart and Home. Wieder ein Favorit von mir. Und zwar, der heißt Sugar and Spice. Ich habe jetzt nur von dem Motiv, das obere, das Symbol, so süß. Plätzchen, Zimt, Orangen. Und das sagt eigentlich schon, wie der Duft riecht. Und der ist mega, der war so intensiv. Mein Freund ist dem auch verfallen, der ist so lecker. Der ist so, oh, vanillig, Plätzchen und wirklich so orangig ein bisschen, so getrocknete Orangen und Zimt. Und das ist so intensiv und so lecker. Manchmal ist der Zimt sogar ein bisschen zu dolle, finde ich, aber ich mag ihn trotzdem. Oh, vanillig, cremig, zuckrig, Plätzchen, Orangen, Zimt. So riecht es. Weihnachtlich ja, aber ich würde ihn jetzt nicht nur als Weihnachtsduft einordnen, eher so eben als Foodduft, so Keksduft. Aber der ist so angenehm und so Bombe und der riecht mega. Mein lieber Schatz, mein Freund hat mir da zum Geburtstag so ein großes Glas noch gekauft, weil der ist so toll und also auf jeden Fall eine Kaufempfehlung und ich kaufe ihn mir auf jeden Fall nach und ja, super. So Leute, und jetzt kommen wir. Ja, wieder zu Enchanted Sands im Januar. Ich muss mich so strecken. Genau, und zwar hatte ich an von Enchanted Sands auch so Clamshells Magic Winterberry. So ein tolles Wachs, tolle Wachsfarbe. Ich zeig die mal so mega toll lila. Und der Duft, Leute, oh. Der ist ja ein Fruchtduft, aber Fruchtduft mit extra. Oh, der Duft ist, wow. Das ist so bärig, zimtig und ich glaube Marzipan ist da noch mit drin und das riecht so göttlich. Zimt, Marzipan, zuckrig, bärig, vanillig. Oh, und das riecht so, oh, das riecht mega und der Duft war auch wieder so intensiv von der Mone. Oh, oh Gott, jetzt geht's ganz hoch. Also mega, der Duft ist mega. Und da hat mich die bärige Note echt überzeugt, weil ich mag ja fruchtig überhaupt nicht. Aber hier die Bärennote ist so gut getroffen, so lecker. Mit Kombi, mit dem Zimt und dieser Marzipannote. Lecker, himmlisch lecker. Vanillig auch noch ein bisschen. Und bombige Duftabgabe, wie immer, Mone. Und ja, echt toll. Kann ich nur empfehlen. Und wenn es den wieder gibt, hole ich mir den Magic Winterberry von Enchanted Sands. Und dann hatte ich noch einen alten Duft drin von der Mone von Enchanted Sands. Wieder so abgefuckt hier. Und zwar der Duft, das war mal so ein Stern. Das ist noch ein Sternenzacke, eine Sternenzacke. American Girl. Der riecht einfach nach Pfefferminz, Kaugummi, zuckrig, vanillig. Das ist American Girl. Und der riecht so gut, also so erfrischend, zuckrig, schön, also echt lecker. Und der war auch, oh Mann, ich klecker hier. Oh, sorry Leute, warte. So, also die Wachskrümel mal alle eingesammelt. Also der ist so lecker. Pfefferminz, erfrischend, süß, intensiv, mega und ich kaufe ihn mir definitiv nach, der ist so lecker. Meine schöne Abwechslung, so süß, pfefferminzig, frisch, lecker.
nach Empfehlung American Girl von Enchanted Sands. Okay, Leute, jetzt kommen wir zum Finale. Und zwar meine Parfümfavoriten vom Dezember. Im Januar, wie gesagt, hatte ich jetzt keinen Parfümfavoriten. Ich habe Parfüm getragen, aber ja, durch meine zune Nase und meine Niedergeschlagenheit habe ich jetzt nicht wirklich einen Favoriten gehabt. Aber im Dezember gab es 3 und die zeige ich euch. Genau, und zwar einen, ist jetzt kein neuer für euch, den habt ihr schon ein paar Mal gesehen. Und zwar von Juicy Couture Viva la Juicy Sucré. Mein absolutes Lieblingsparfüm von Juicy Couture. Und den gibt es jetzt leider, glaube ich, echt nicht mehr. Der ist nirgends mehr zu kriegen. Ich glaube, auf einer Internetseite noch, aber sonst gibt es den nirgends mehr. Auf der offiziellen Juicy-Seite gibt es ihn auch nicht mehr. Also ich bin so froh. Ich habe nochmal 50 ml und einmal 100 ml auf Vorrat. Also mein Leben lang sollte der Duft noch reichen. Der ist so lecker. Babig süß, cremig, Mandelcreme, Vanille, bisschen synthetisch, aber zum Schluss bleibt dann diese Basis mit Vanille und Mandelcreme. Das ist so lecker. Oh, der ist so göttlich, der Duft. Ich finde ihn so schön, so lecker, so cremig, fluffig, zart, aber auch sehr süß, aber so lecker. Ja, aber dieser Mandelakkord ist so schön da drin. So Mandelcreme eben und Schlagsahne, stimmt, Schlagsahne noch. Und das macht so süß, cremig, fluffig, angenehm. Man möchte einfach schwelgen. Und ja, ich habe schon oft gesagt, ich hatte Schwierigkeiten mit der Haltbarkeit, aber dank Sonnenschutz hält der Duft mega 10 Stunden noch länger. Ich verlinke euch wieder den Parfumo-Link vom Parfümforum unten. Da könnt ihr noch die genauen Noten nachlesen und einfach nur Hammer, der Duft. Yay. Gourmand Duft durch und durch. Genau, dann hatte ich auch noch einen Duft gern getragen im Dezember. Ist eigentlich ein Frühjahrsduft und zwar von Mugler. Angel Sucré, den gibt es jetzt, der war damals immer limitiert, jedes Jahr kam er neu raus, aber der ist jetzt endlich standardmäßig im Sortiment. Danke Mugler, danke euch. Ich habe hier noch den Flakon von 2014, der ist so schön hellblau, so toll und der Duft ist so schön. Der Duft, das, man riecht es, wie die Noten sind, Vanille, Patchouli, Beeren, so Beeren-Sorbet. Und dann noch diese Eiweiß-Merenken, ja, wenn es euch was sagt, so BC, so geschlagenes Eiweiß, was ich jetzt nicht mehr essen kann, aber der Duft ist toll, so lecker und das ist so angenehm. Der ist jetzt nicht so Boom 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 Duft, der hält so, ja, gute 7-8 Stunden, wird dann hautnäher, aber er ist so angenehm und ja, ich glaube, für Leute, die so in die Gourmand-Duft-Richtung vordringen wollen, ist das, glaube ich, ein guter Einstieg. Angel Eau Sucré. Nee, Eau Sucré. Doch, ich glaube, Angel. Doch, Angel Eau Sucré. Nicht Angel Sucré, Angel Eau Sucré. Genau, ist da einfach ein guter Start und der ist so schön. Ja, ein zarter Gourmand-Duft würde ich ihn beschreiben. Ich finde ihn so schön, so schön. Bisschen unschuldig, süß, cremig, bärig. Und diese tolle BC-Note kommt so toll durch. Die haben das so toll hinbekommen. Ja, habe ich super gern getragen im Dezember 2017, vor 3 Monaten. Fast 4 Monaten. Okay, und dann noch mein letzter Parfüm-Favorit. Das ist mal ein neues Parfüm, das habe ich euch noch nie in die Kamera gehalten. Und zwar von, das ist ein, glaube ich, Nischenparfüm von Serge Lutin en Bois Vanille, also Vanilleholz auf gut Deutsch. Und der Flakon ist voll edel, also so schlicht edel, ganz dünn, dünner, schlanker Flakon. Und den Duft hatte ich in meiner Mitstammparfümerie mal als Tester und ich habe mir den nachgekauft, der ist so gut. Was heißt nachgekauft? Ich habe den Tester probiert und danach habe ich mir das Parfüm geholt. Das ist so eine angenehme Vanille. Der ist so intensiv, vanillig, zuckrig und dann hat er noch so ein was Holziges. Das riecht wie so eine teure Vanille. So. Oh, der ist so lecker. So richtig schwere Vanille, cremig, zuckrig. Oh, und das ist so lecker. So mega, auch hier wieder die Duftnoten von Parfumo.de in der Infobox. So lecker, der ist so cremig, klebrig, vanillig und der hält mega lang. Aber wie gesagt, wie so eine teure Vanillenote riecht das.
so lecker und der ist auch so haltbar, der riecht ewig. Oh, himmlisch. Also auch wieder ein Gourmand-Duft und ich finde ihn so lecker. Ich habe ihn so gern getragen im Dezember, hat echt so gepasst, so die Vorweihnachtszeit. So lecker. Oh, nochmal riechen. Oh, lecker. Leute, da müsst ihr unbedingt mal schnüffeln, der ist so lecker. Yummy, yummy. Okay, Leute. Ich bin fertig. Fertig mit dem Video, fertig mit der Welt. Nee, ich muss jetzt chillen, Leute. Extremst chilling am PC, YouTube, whatever. Genau, und ja. Ja, ich habe gehört, jetzt wird es ja noch mal kalt am Wochenende. Ja, ich hoffe, das war jetzt dann das letzte Mal, dass es kalt wird und dass es danach endlich Frühling wird. Ich habe jetzt schon, weil ich habe vor, am Balkon so Wildblumen für Bienen und Schmetterlinge zu pflanzen, dass die süßen Insekten, die ja leider ja langsam ein bisschen vom Aussterben bedroht sind, auch was davon haben, möchte ich jetzt im April oder Mai dann so meine Blumenkästen mit den Samen besehen und dass die dann schön blühen und dass die kleinen süßen Insekten was davon haben, dass sie ein bisschen Nahrung haben. Und ich hoffe, ich habe optisch auch was davon, weil auf der Verpackung sehen die Blüten voll toll aus. Und ja, genau. Frühling, go Frühling, ich freue mich auf dich. Ja, Leute, und ja, Wochenende nur chillen. Morgen wollen wir ins Kino gehen, was jetzt hoffentlich endlich klappt. Unser dritter Anlauf, aber morgen wird es hoffentlich was. Und zwar Red Sparrow, das ist so ein Actionfilm, wollen wir mal angucken. Ja, genau. Was ist Actionfilm mit der Jennifer Lawrence von Panem? Ich mag die ja so, die spielt so kühl und das liebe ich ja, wenn Frauen so kühl spielen in Filmen, Serien, liebe ich total, stich total drauf. Ja, genau. Ich hoffe, ihr habt auch schöne Pläne und ihr macht was gegen die Kälte, die kommt. Und ich hoffe, ihr freut euch auf den Frühling. Und ja, Leute, es fehlt dann noch mein Februarduft-Video. Das kommt auch noch, versprochen. Und dann hoffe ich, kann ich so im normalen Turnus weitermachen. Danach das März-Video etc. etc. Okay, Leute, also haut rein. Bis dann. Bum, bum.